Kriege ich einen? Ach, von da oben. Und da komme ich wie hin? Rauf? Nee. Wo macht's Sinn? Warte mal. Komm mal her. Sollen wir das hier so am Rand machen? Das müsste eigentlich gehen. Und... das ist nur die Frage, welche? Ich würde mal sagen, der da. Na, nimm. Oh, nimm. Hier noch was? Nö. It's a cutter, a safeguard. It breaks when there's an overload to protect the important parts of the engine. I see. Oh no, there is. Okay. Das ist ihre Steuer. Down. Moment. I can't go down. Something's in the way. Ja, was bringt mir denn das jetzt? Würde ich jetzt hier lang? Okay, ja. Ach so, er kommt jetzt hier nicht weiter runter, okay. Und... kann ich da rauf? Ja, da brauche ich aber das Ding hier. So, komm mal her. Dö, einmal daran. Dankeschön. Oh, bitte zerquetsche mich nicht. Ah, okay. Gut. Jetzt. Okay. War die hier einfach nur im Kreis rum? Hier ist irgendwie aktiv gar nichts. Oh shit. That's our exit. So you're suggesting walking that plank? Are you afraid of heights? Oh. Ich hasse mir die Spiele. Ever been to the circus? Yeah. Komm, 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 komm. Mittig bleiben. Oh, scheiße. Hundi. Fuck, 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 fuck. Was soll ich machen? Scheiße, 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 scheiße. Okay, das ist also falsch. Makes sense. Inwiefern macht das Sinn, Spiel? Okay, komm. Okay, komm, lauf, 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 lauf. So, und jetzt darüber. Komm, 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 komm. Okay. Jetzt? Ach du Scheiße. Was? Was soll ich denn machen? I could say, God rest your... Er kann nicht mal ausreden.
Bitte nicht alles nochmal. Okay. Oh, I see. Ich war doof. Oh, 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 oh. Hier runter. Ja. Warum ist der so, so langsam? Was war das denn jetzt? Oh. We killed it. I don't deserve it. Spiders. Sinful. There are no sinners among dogs. Only humans can sin. Tempted by the devil. And that dog, it's humans left, stopped feeding it. So it became a matter of survival. Interesting. So what's the difference between a human and a dog? The thing you're blaming the devil for is as likely to happen to a human as it is to a dog. It gets angry when its food is taken away. It's ready to tear anyone apart if its possessions are threatened. A dog gets sad if its beloved human is not around. It gets jealous, anxious, even sodomy as possible. Remember that one time when Georgie... That's different. I need it to survive. To find the most promising partner, give birth to offspring. And a human? You have such a simple explanation for a dog. But how come humans can never do without divine or devilish intervention? Es ist schon ein Punkt. Aber ein bisschen makaber, die Szene. Ah gut, wir sind Schlimmeres gewöhnt. Sie Kalisto-Protokoll und so. Finally, the station. Das soll ein Bahnhof sein. Dr. Dola Masters. Is that even possible without a soul? Does one need a soul to feel love? Ja, hätte schon gesagt. Is it possible to love without a body? Vermutlich. What remains if you deprive a dog of a body? How can it love something it can't hear or sniff? How can it remember someone it loves if it loses its brain with its memories? Das ist eine sehr interessante Ansicht von dem Ganzen. Bones, cold, procreation, beautiful women, rich men, bodies, basically, passion, kindness, love. Can any of it exist without the body? For a dog. What? Yes. For a dog. Irgendwie müssten wir das Teil da bewegen. Aber wie? Können wir das da? Ah. Nee, blockiert. Oder? I'll put that there. Maybe the crane could move it. Ja, aber die Steuerung für den Kran ist hier nirgends zu sehen. Hm. Ach so, jetzt ist hier. Oh. Was machen, man kann da was machen. Nehmen wir zuerst das hier. If this thing still works, it's a miracle. Okay, also die Dampfmaschine geht echt schnell wieder an. Oh. How can I detach the load? Gotta figure it out. Why figure it out? It works anyway, right? Look, there's a platform on the other side. Oh, geil, wie der Ton da sogar mitgeht. Meins können wir einfach.
einfach so entgegen. Sehr geil. Watch it. Cool, wir können da einfach Sachen kaputt machen. What are you doing? Wie komme ich dort durch? What are you doing? Ja, das frage ich mich auch gerade. Man, da rechts geht's ja auch nicht. Watch it. Ah, I see. Klar geht es unten, weil der natürlich hier oben ist. Ah. When's the next train? What if it's tomorrow? The station must have the schedule. What's the point? I don't think it's gonna stop here. So what do we do? Have you read Mark Twain? Tom Sawyer? Yes. So. I like it. Me too. Wie er das sagt, also. Okay. Ja, nice. Also wir sind echt eine super Nonne hier. Oh, zu. That one. Let's jump. What? Jump. Oh! Das kann ich nicht empfehlen, nachzumachen. Your ideas are so strange for a nun. Those aren't my ideas. I mean, I didn't choose the monastery life. Were you sent there against your will or something? Not against my will. I mean, when you're 15, the monastery isn't really a dream destination. But there was no other way. Sometimes there are circumstances. You have a choice, whether monastery or... Circumstances? You were 15. But now you're like an angel of God, even. I know you're black all over. I mean, your clothes. Your clothes are black. Not anything else. Fallen? How? Yellow ticket or something? What? I've only known one. Have you been married? No, never. Why am I even explaining myself to you? Okay, wieder so ein Retro-Ding. Geschlafen. Morgen wird wieder ein großer Tag. Sawyer Ilyich kommt vorbei, um einen offiziellen Antrag zu machen. Die Nacht ist voller Sterne, doch am Himmel fehlt ein Stern. Ich warte auf dem Dach auf dich. Oh. Oh. Ah, ich muss da springen. Wow, echt jetzt? Okay. Kann ich da rein? Nee. Boah, ich bin in solchen Spielen eigentlich echt nicht gut. Ah, Mann. Ja, wenigstens von hier. Komm her. Mann! Oh. Okay. Wie mache ich das jetzt am besten?
Hier so drüber jumpen. Oh, wow, knapp. Ob dann die Punkte nicht doch für irgendwas mal... Hä? Ach so. Komm, nochmal. Okay, ich kann aber, glaube ich, einfach mal so drüber, oder? Ja. Aber wie hoch denn noch? Will ich da hoch? Aber ich komme da nicht hoch. Ja. Ah, nein! Ich muss auch schnell sein. Und mit dem richtigen Timing. Also am besten, wenn es oben ist, oder? Ach, Mann! Mit dir komme ich auch nicht wirklich nach oben. Es ist nie hoch genug. Oh doch. Okay, geil. Da ist er ja. Ich kenne keinen Saba. Aha. Ja, ich glaube, sie ist ein bisschen stinkig. Oh, und er ist heimlich verknallt. Oh, ist wirklich schön. Spasso. Es sieht nicht wirklich einladend aus, die sieht die da. This is the Spasso Fish Factory. I think nobody's there now. That's good. And the line to the city is always open. How do you know all this? Have you worked there? Oh, not a chance. My mum worked there. Ich hab's eine Ahnung, was gleich passiert. Didn't you say there was no one here? Oh, fuck. Fuck, I think they're floating. Be quiet. Ja. What are you doing? Ja, ihr werdet entladen. Das könnte wehtun. Aber was soll es überhaupt sein? Fischeier? Stench.
disgusting. Oh, that smell reminds me of my mother. Wow. No matter how she tried. Es sieht aus wie Kaviar, aber es ist einfach viel zu groß. She was shy about it. Whenever she had to go to the store or was summoned to my school, she used some unbearable perfume. It would tickle my fucking nose whenever she hugged me. Where is she now? I don't know. Warte mal, was ist, wenn man nach unten gehen würde? Da ist was. Ich möchte rein. Da komme ich nicht rein. Na gut, ich dachte, ich probiere es mal. Ach, da ist er. What the? Aber die Fische sind aber auch ein bisschen zu groß, oder? Oh, nee. Oh, nee. Ah, diese Rätsel. Ist das sogar der Räucherofen hier? Okay, Exit. Ja. Okay. Oh, das machen wir jetzt auch noch mehrmals. Spaßig. Okay. Ja, okay. Das war wohl nichts. We'll all be there at some point. Hier oben. Was zum... ich hab ihn doch schon... Das muss schaffbar sein. So, als nächstes kommt der hier. Okay. Okay, schnell darüber. Gut, und dann einfach beim nächsten Mal wieder gucken. Also hier ist wieder. Hier einfach so drauf gehen. Und warten, bis man drüben ist. Vor allem, wie haben die den Fisch hier aufgehängt? Nee, ah nee, ich stelle einfach viel zu logisch im Raum. Das ist so ein Spiel. Einfach hinnehmen, Bravura. Und genießen. Oh nö. Naja, gut, aber diesmal ist es wesentlich einfacher. Oh. Was hätte ich da jetzt machen sollen? Ach ne, das sollte so passieren. Ist ein guter Punkt. You have no idea how nice it feels to take my wimple off. It's so itchy all the time.
not even allowed to sleep without him. It's not like anyone will see you if you take it off. The Dean walks around all night checking on us. Really? It's just like the screws in the clink. Our Dean is more like a warden. She also manages the coin and assigns our bunks. Gefoltert oder ein Mal? Das ist auf der anderen Hand. Indika. Sorry, but the smell from your arm is unbearable. We have to go. Die Sachen sind auch gar nicht trocken. Ach ja. Bei vielem Reden bleibt die Sünde nicht aus. Sprichwörter ziehen nicht Sinn. Okay. So the monastery wasn't your choice. It was. But when your decision has a reason, is it really a choice? When a brook hits a rock, does it choose which way to go? Interessant. Yeah, well. You have your own free will. Free will. Choices. But whenever we make a choice, don't we base it on our previous experience? Don't we estimate all the possible benefits in our head? And if we go against the rational, don't we realize that we're being driven by our emotions, by our passions. Do you understand? Was auch immer das da ist. Our will helps us to control our passions. Resist temptation. That's true. But when you control your emotions, there's always a reason, right? You can explain why you're doing it, build a string of logic. If the soul didn't exist, all that remains would be your logical ship. How the fuck can one live without a soul? Humans haven't learned that yet. Ask him if he knows what a soul even is. Everyone says soul this, soul that, but can anyone clearly explain what it is? Yes, but even a soul has its own inclinations. But let's say your soul gravitates towards God, and mine doesn't. Is that my choice then? Or in theory, let's imagine that the choice isn't based on anything. What kind of choice is it then? Pure chance? Right, so you're saying choice is an empty word? Maybe it is. I don't know. Also ich muss schon sagen, die Unterhaltungen hier drin sind echt nicht schlecht. Choice thing, this freedom that God has graced us with. Why would God need our so-called freedom if in the end he's only satisfied with strictly defined choices? Das ist, glaube ich, nicht so gut. Kann ich da mal. Ich kann ja hier auf der anderen Seite rausgucken, ne? Okay. Einfach mal so random. Ja, hätte das sein können. Da könnte man
kurz mal wieder stärken hier. Und er hat seine Gitarre wieder. You don't play? No. I do. Once I played at Bats. Where? F and Bats. He owns a tavern. You played in front of people. I got a standing ovation. Can you play something? How can I? Guter Punkt. Moment, wir lassen mal gucken hier. Vierfach-Ikone. Diese Ikonen waren nie besonders beliebt, obwohl sie im Laden nur 10 statt der 20 Rubel für die einzelne Ikone kosteten. Diese sind 4 Ikonen an der Wand nicht zu verachten. Okay. Die ganzen Mitarbeiter hier. Das ist eine Gebetskerze wieder. Ja. Ja, gut. Aus 1630. Was zum... Holy! Sind die riesig, sag mal. Entweder strahlt sie richtig gut oder... Holy! Und vor allem, wer ist denn das alles? Du gehst da lang. Who are they? I don't know. Never seen those before. Komm ich da drauf? Was soll die ganze Übung mit dem Aufzug? Oh, warte mal. Wir müssen da so irgendwie rüberkommen. Müssten da mit beiden auf... Oder warte mal. Nee, das ist es nicht. Okay, warte mal. So, eins nach oben. Jetzt bist du hier, aber wie kriege ich das jetzt hier gelöst? Ach, der Button? Ach, der ruft einen Aufzug. Ich muss mit dem einfach zwei nach unten fahren. Ja, warte mal. Oder auch mit dem, ist doch eigentlich egal.
eins nach unten. Jetzt gehen wir hier mal die Treppe. So, und er steht falsch. Er muss eins nach unten. Nein, ich muss jetzt zwei nach unten. Okay. Aber da mit dem Aufzug rufen, da komme ich ja jetzt hier so nicht rein. Der ist zu weit unten. Kann ich da runter? Okay. Aber wenn ich jetzt den... Kann ich jetzt... Okay. Komme ich jetzt darüber? Yes. Und die zwei Dudes sind weg. Aber wir haben hier wieder so eine Sitzbank. Ja, sieht schon krass aus. Okay. Let's go. Here's what I think. Oh, shit. Here we go again. I'm not telling you anything from now on. Oh, come on. I'm joking. Tell me. You were wondering about freedom. Why did God make you free? Here's what I think. If I were the Tsar, I wouldn't want my wife to be a slave. I would find myself a free girl that could love me genuinely. Do you understand? Yes, it's a good example. But now imagine if your Tsar has found himself a girl he loves. Can you? So? So he confesses his feelings to her and invites her to his palace. So? And now imagine that the Tsar also says, if you come, I'll drape you in gold. And if you don't, I'll hang you on a hook and burn you slowly. This also requires her to return his feelings. I see where you're going with this. But it's not God who burns people in hell. That would be those damn demons, enemies of mankind. Very well. In this case, the Tsar says, if you come, I'll cover you in gold. And if you don't, Parf and the Butcher will catch you, hang you on a hook, and burn you slowly. I love you endlessly, but can't do anything about it. Think about it. Ja, if even the Tsar can't actually do anything about this butcher because of some unclear circumstances, why can't he just stay silent? So you're saying nobody can love God genuinely? No. No, it's not like that. Jetzt sind wir hier ganz oben. Was wollen wir hier ganz oben? Hier sollten wir vielleicht nicht runterfallen. Boah, ich hätte hier so Probleme mit meiner kleinen Höhenangst. Nee, das wäre nichts für mich. Ja, wow. Und jetzt haben wir hier auch noch gigantische Thunfischdosen. Warum sind die so riesig? Wo? We'll see. I've hidden something there. All right. Ja, jetzt im Aldi. 2 Tonnen Thunfisch im Angebot. Okay. Why? Where are we going exactly? We have to go over there. Tja, aber jetzt komme ich natürlich da nicht hin.
Wieso kann ich das jetzt? Ah, darüber springen geht nicht. Dann kann ich da runter. Okay, das geht. Also ich nenne das jetzt nicht Fässer, das sind Thunfischdosen. Was kann ich da machen? Oh, sagt Musik. Ja, wie geil. It's not that complicated. Das muss man da jetzt irgendwie. Ja, ich muss mir da irgendwie was basteln. Einmal so. Oh, da ran, komm. What now? Kann ich da von was weiter oben holen? Nee. Oder ich nutze das Fahrzeug selber irgendwie. Wobei, wenn ich so dastehe. Nee. Also was, mal ganz kurz verlassen. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gebt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.